Heilung ist heute nicht mehr. Kann ich überprüfen, aber Temperaturschock kriegst du schon nicht mehr. Der jetzt schon daneben. Aber er rattert noch. Ah, hier aber schon nicht mehr. Doch, immer noch. Also die Scheiben bringen nichts. Gegen Strahlung, ja, wir haben aber auch aktuell das nicht. Andi baut gerade die Anlage auf. Was? Welche Anlage? Du bist doch gerade die Medizinstation am Bauen, oder nicht? Dusche reduziert ja nur die Strahlung, ne? Gucken wir gleich. Ob das jetzt so rum war. Das war der Schlüssel. Gut. Kein Knastern, kein Rattern. Luft ist eh der beste Isolator. Hier knattert's überall. Haben wir draußen wieder Radioaktivität? Genau, brauchst du weitere Medizinkammer wahrscheinlich, ne? Ich mach schon. Wie viele brauchst du denn? Du brauchst eine für Strahlung und eine normale. Ich schmeiß mal 10 Stück an, damit ich die Fusionszellen wieder anschmeißen kann. Na, und den Zutzer hänge ich mal direkt über den. Ja. Über die Strahlenkammer. Wir sind im Output wie gewohnt. Ja. Sieht gut aus. Dekoblock, schon wieder verstreckt. Das ist, das ist das gleiche Problem, was Andi vorhin hatte. Die war alle Nase lang verstrahlt. Auf dem anderen Planeten, die war alle Nase lang verstrahlt. Ich werde mal meine Rüstung ausziehen. Hier knattert es immer noch. Warum hier? Ja, ist klar, ich bin schon wieder verstrahlt. Ja, guten Morgen. Täglich grüßt das Murmeltier. Da sind Dekoblöcke, aber wir haben auch die Dekoblöcke nicht, ne? Die Tanks strahlen jetzt? Das ist doch neu. Okay, die Tanks strahlen jetzt. Das ist natürlich scheiße. Obwohl, die Debuffs hat es ja nie richtig gegeben. Irgendwie, ne, gab es nur warm, kalt und Schmerzen und so. Nee, besser ohne Anzug, kann sich besser fortbewegen in der Basis. Tanks strahlen jetzt, na dann ist mir klar. Ja, dann ist der ganze Raum Sperrzone, dann kann der auch nicht als Lager dienen. Jetzt crazy. Haben die nicht, als wir zuletzt gespielt haben, oder? Nee. Ups, direkt wieder Strahlenkrankheit. Dann kann ich mir das hier auch sparen. Über kurz oder lang werden wir sowieso Dingens haben. Klamotten mit besserem Strahlungsschutz. Gut, dann ist das hier kontaminierte Räumlichkeiten.
Ja, konnte ich ja nicht wissen. Tankstrahlen jetzt. War immer der Motor hier, der Reaktor. Naja. Aber ich glaube, das, was in Tanks drin ist, aktuell wird wohl reichen. Schön. Wir haben noch keinen. Wir haben einen Strahlungsbuff. Haben wir nicht schon Buffs gelootet? Ja, Anzug-Upgrades. Das ist klar, das ist klar, das ist klar, das ist klar, das ist Schiff. Nur, wir lagern so Sachen immer im Kühlschrank. Wo man schnell drauf zugreifen muss, haben wir immer im Kühlschrank. Wir finden nämlich den Kühlschrank am schnellsten. Küche könnten wir eigentlich auch umflitschen. Ja, das sollte hier eigentlich als Küche gedacht sein, aber Krankenstation ist hier hinten sinnvoller. Red Pogo, Nabend. Weder noch, das ist Warp. Lokales Korb. Mehr brauchen wir auch nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Den können wir auch alles einfach wegreißen, müssen keine Rücksicht nehmen und so. Stopp mal. Wird gefährlich. Wir haben eigentlich recht viel MP-Erfahrung, sehr viel MP schon gespielt, aber das noch in der Early Access Phase. Seitdem das Spiel so ist, wie es jetzt ist, haben wir es nicht mehr gespielt. Wir müssen uns da auch erstmal wieder reinfrömmeln. Was machst du da? Chillen du, wenn ich fertig bin. Aktuell haben wir keine Strahlungsprobleme auf dem Planeten, dann kann ich das mal eben schnell machen. Du hast Hunger. Mir fehlt ein. Und? Du hast Hunger. Ich wollte die Küche in den Garten stopfen, beziehungsweise Kühlschränke. Und an den halben Wänden, wie ich sie gesetzt habe, die schmalen, kannst du natürlich keinen Kühlschrank hängen. Der schwebt ja dann in der Luft. Tito, wollte ich auch gerade machen. Das stimmt, ja. Mit Server-Multiplayer haben wir früher auch viel gemacht. Das war auch okay. Aber fürs Reinschnuppern, so für uns jetzt, ist das nichts. Das läuft weiter und so weiter. Wir wollen jetzt erstmal überhaupt begreifen. Tanks haben früher nicht gestrahlt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Tanks nicht gestrahlt haben. Und so diverse andere Kleinigkeiten, die sich echt geändert haben. Und wir sind welche, wir verkloppen alles und jeden, ne? Wir machen uns keine Freunde. Also müssen wir uns irgendwo zurückziehen. Oh, Handelsgilde, freie Kolonisten, die sind auch noch dran, die kriegen auch noch von uns Besuch. Wir sind hier die Piraten, die Heuschrecken. Mal gucken. Dann kann ich hier gleich Kühlschränke aufhängen für die einzelnen Gemüsensorten. Nicht sterben jetzt, ich hab mal die Klunker mal genommen. Ja, was heißt schön? Erstmal vollstopfen. Klonkammer steht wieder. Mhm. Erstmal die Grundstoffe looten und so, weil wir... Naja, so Farm ist nicht unser Ding. Wir kloppen lieber den anderen ihre Sachen weg. Muss wieder mit zu Hause spawnen verbinden? Nee, nix. Kein... Jupp, danke. Nee, wir haben noch keinen CV. Nicht mal die Materialien dafür. Kleines und sind gerade erstmal im Nachbarsystem gewesen. Ganz ruhig. Und entdecken alles. Auch Betonblöcke. Dann
baue ich dir jetzt Betonblöcke. Ich werde jetzt auch die anderen Konstruktoren aufstellen. Lass den mal hier mit der Energie laufen, wenn du da... Mal die Medis da stationär mit da. Da. Auch wieder kurzzeitig stelle ich hier Fabrikatoren auf. Kurz Betonklötze. Betonblöcke. Laufen erstmal 2K. Yep. Und der andere ist dann für alles Mögliche. Im Roten, der ist immer für Einzelteil-Crafting. Ich werde den jetzt rot markieren. So. Ja, man braucht mal eine Klonkammer oder das oder jenes, dann rot. Ja, wir brauchen den Platz und den Schutz halt, ne, weil wir es uns wirklich mit allen versauen. Wenn wir ein Schiff sehen, dann fragen wir nicht, wer ist das, sondern dann schießen wir erstmal. Also so ist geplant zukünftig. Noch haben wir kein Schiff. Noch haben wir irgendwelche Dreckslumpen. Erstmal die Grundbedürfnisse. Apropos, ohne Rüstung verbraucht man auch weniger Food. Ich denke, ich werde den Garten jetzt noch anhängen. Haben wir denn noch Beete am Start? Guck mal. 9 Holzbeete. Nee. Die kannst du auch in den Schrotter schmeißen, ja. Holzbeete. Na, 9. Ah, Atompilz passt genau auf. Sehr cool. Was ist denn hier noch? Stahlplatten, die kann ich direkt mal wegbringen. Zerlegen Kargoplatten, Stahlplatten. Der wird schnell notdürftig umgeschichtet. Und 3 Betonbeete. Nee, die brauchen wir auch nicht. Dann baue ich, sofern wir noch haben, in Out. Aber wir haben ja jetzt so viel Lebensmittel verloren. Wir sollten jetzt ohne Probleme, ups, falsch, das neue Nährlösungen herstellen können. Nährlösung, Konstruktor oder das andere Gerät? Ich komme immer durcheinander. Lebensmittelgerät. Den Todesstern zu bauen. Aber du kannst die Nährlösung auch in die kleinen Dinger hier basteln. Taschenkonstruktor. Aber das war wohl zu groß, der Gedanke. Ja, zu bewegen, ja. Zu bewegen, ja, da gibt es irgendeine Blockgrenze von der Mitte, also vom Kern bis nach außen. Wo ist denn die Küche hin? Die steht doch da hinten noch. Hinterm Kühlschrank sind die an, ist der Trick. Genau, ja, ist okay, reicht ja. Küche, Kumpel, danke. Hat sich alles immer wieder verschoben. Da sind sie und die brauchten, glaube ich, gereinigtes Wasser, ist nicht Problem. Gesteinsmehl müsste ich noch dazu holen. Ja. Und gereinigtes Wasser lasse ich direkt mal produzieren und darüber schubsen. In den Kühlschrank. Machen wir mal 1000er geschlagen. 1000. Ein Tausender. So, jetzt aber. Gesteinsmehl und... Hast du das heute nicht so bezahlen, ne? Nee. Ich muss ja hier verschiedene Tasten dafür drücken. Steuerung Shift ist 1000. Und Shift ist 10 und Steuerung ist 100. Können wir das jetzt gleich machen. Der produziert in und out und dann macht der mir hier... Ach, 200. Egal, der Shit ist da. Obwohl, der Shit ist da. Ich glaube, der nimmt auch gutes Zeug und macht daraus schlechtes Zeug. Ich glaube, so war das, ne? Der frimmelt das einfach um, knallhart. Besser ist das mal nach oben zu legen. Es ist die Versorgung steht gleich auch. Ja.
Hast du da nichts mehr zu fressen, weil er da Gammelfleisch draus gemacht hat, um Nährlösung zu machen. Ja, Gammelfleisch haben wir ja. Ja, ich mache da gerade Nährlösung raus und dann mache ich weitere Beete. Baue hinter dem Garten erstmal weitere Gartenflächen. Wenn die abgeschlossen sind, öffne ich dann erst den Durchbruch. Du kannst auch breiter gehen, wenn du willst. Na, wir brauchen auch noch andere Flächen und so. Echt nicht. Wir können aber den Eingang vielleicht mal irgendwann was breiter machen, damit wir da besser mit den Fluggeräten landen können. Außerdem brauchen wir ja auch ein oberirdischer Schrottplatz. Dann müssen wir den Planeten aber noch weiter klären, wirklich alles niederreißen. Dann können wir einen oberirdischen Schrottplatz machen. Bis ein Kampf-CV kommt, ne? Dann sieht's anders aus. Weil ich will hier ein bisschen verbreitern, weißt du, da kann ich auch direkt nach hinten weitergehen noch. Ja. Bis wir dann wieder... Okay, das reicht. ...auf Tour gehen. Bloß ohne Essen brauchen wir nicht losziehen. Wir müssen jetzt erstmal warten, dass das Gemüse wieder wächst. Deswegen werde ich jetzt Gemüse mit schnell wachsenderen Zeitabläufen aufstellen. Zwar weniger Ausbeute, aber schnell wachsen. Das ist immer so ein Hin und Her. Die Ausbeute ist gut für Langzeit, ne? Dann hast du dann direkt wenigstens vernünftig was zu farmen. Aber im Moment brauchen wir eher wenig Ausbeute, aber schnelles Ergebnis. Ja. Kürbis ist viel Ausbeute, lange Reifezeit. Ich glaub, wir haben ja Kürbis zu stehen. Die Tomaten sind das mit wenig Ausbeute und kurze Reifezeit. Wie lange sind wir jetzt hier? 80. Eine Stunde? Und es ist bis jetzt noch nicht gewachsen. Ja, Kürbis braucht 145 Minuten. Oh, Getreide ist das. Gemüse, Erntemenge 2, 50 Minuten. Und bei den Tomaten kriege ich 4, 80 Minuten. Es wächst viel länger als früher auch. Kürbis ist das mit der höchsten Ausbeute, ja. Aber auch die höchste Wachszeit. Den haben wir ja auch angebaut. Das ist auch okay. Na klar, Milchmädchenrechnung, ne? Hier kriege ich 4 alle 80 Minuten. Um 8 zu kriegen, brauche ich 160 Minuten. Und beim Kürbis hätte ich nach 145. Also ist der Kürbis besser. Aber für die aktuelle brauchen wir, was am schnellsten geht. Gibt es nicht mehr die Eierpflanze? Doch, gibt es auch noch. Aber da gibt es nur ein Gemüse alle 31 Minuten. Eins alle 31 Minuten. Das lohnt sich gar nicht. Habe ich schon. Ich glaube, Tomate wird das Richtige sein. 80 Minuten. Und 54. Dann nehmen wir die für schnell. Noch schneller. Kannst du die da hinten zweimal ernten, dann kannst du den Kürbis einmal ernten. Das ist ja aber egal. Wir müssen uns echt angewöhnen, wenn wir in der Basis sind, die Rüstung auszuziehen. Alter, bist du schnell damit und kaum Nahrungsverbrauch. Das haben sie immer noch nicht hingekriegt, die Boxen, ne? So schön im großen Raumschiff im Weltraum kannst du drüber schweben und ernten. Dann triffst du die Kacke wenigstens. Muss mich nur wieder an den richtigen Abstand gewöhnen, dann geht das auch. Das brauchen wir auch nicht oft, aber das ist egal. Lieber ein Riesengarten und alles da. Steffi immer schon recht hier hat. Und wenn es nur erntest, wenn es brauchst, ist da auch egal. Tja, wenn man eins von Steffi lernen kann. Ein Garten muss sein. Ich habe mir das immer früher ausgerechnet. Und wenn lieber überdimensional denken als hungern müssen. Es war halt besser, fand ich. Als du noch die blauen Paprika brauchtest, die Kürbis, alles einzeln brauchtest, weißt du? Und nicht die Konserven, naja, stopf alles rein, koch ein und gut ist. Wasser ist 1000 da, das passt. Tja, heutzutage schwören sie alle auf diese Notfallration, ne? Ja, die habe ich nie gemacht, die habe ich mir immer im großen Stil gelootet. Ich war immer auf Konserven, immer. Und ja, hat ja auch immer geklappt. So. Betonklötze laufen doch hoffentlich noch, ne? Wow. Ich hab mir keine mehr geholt. Ja, laufen noch.
500, aber erst schmeißen wir direkt noch mal einen Taui an für den Garten. Wenn ich eigentlich schon mal hinterm Garten mich durchwursteln und schon mal ein bisschen aufschachten. Sag Bescheid, dann komme ich dir helfen, Maulwurf vom Spielen. Ja, bin da. So, wenn ich jetzt hier einebnen nehme, sollte das alles viel schneller und einfacher gehen. Wenn man die richtige Höhe hat, Augenblick, erstmal hier. Ja, das war die richtige Höhe. Kurz mal. Ja, jetzt. Einebnen. Ja, voll empfindlich geworden mit den Blöcksätzen. Ein bisschen zu viel Erde und schon macht das Ding Stress. Da kann ich jetzt schnell Fortschritt haben. Ups. Google direkt riesige Löcher aus. Sagen noch mal 3 rein. 3, 6, 9. Ja. Da kriegen wir dann wieder was untergebracht. Notration bin ich halt echt kein Freak von. Wer will die ganze Zeit nur Epa futtern? Wenn wir es jetzt wirklich aktiv und länger spielen und so viel Zeit, wie wir jetzt schon reingesteckt haben und wie wenig Fortschritt wir haben. Ich find's gut, wie weit richtig. Wie wenig wir vorankommen. Ja, ja, aber damit meine ich ja, das heißt, wir werden hier sehr viel Platz brauchen. Also ziehe ich den Garten lieber in die Länge. Als jetzt yep. In die Breite, das meine ich damit. Wir haben uns ja dafür auch so ziemlich den richtigen Berg ausgesucht, meiner Meinung nach. Der hat genug Platz. Ich geh ziemlich weit rein. Ganz genau. Also die neue NCS-Playlist ist ganz gut. Merci an NCS. Schicke ich dir dann auch. Ich habe dich schon wieder botkonform gemacht, wenn du willst. Mal wieder neue Mucke und nicht Gisela. Kann ich dir eben auch schnell schicken, ganz schnell laden. Wie aktuell bin ich nicht bei dem Lied. Kann ich ja auch wegdrücken. Klar, aber ich kenne die Playlist, die spiele ich ja schon so lange. Tom! Ah, einen Augenblick warten. Tom, merci für deinen Host. Willkommen. Hey, alles gut bei dir? Warst gerade live? Ja, war. Okay. Schon lange nicht mehr gesehen. Ah, okay, ja gut, okay. Dann habe ich es vielleicht gesehen, aber... Ah. Cool. Und sonst so, alles gut? Alles überstanden soweit? Warst bestimmt auch auf Valheim, wa? Oh, ja. So lange gestreamt, echt? Cool. Ja, mit MP haben wir auch wieder ewig lang gestreamt, plötzlich, 12, 14 Stunden, holy shit. Das geht ja auch schnell, vergisst ja auch die Zeit dabei. Ja. Und die macht das Spaß. Ach, ich warte sowas von auf Valheim. Ja, alles gut, das ist schön. Da wird wieder richtig hart reingezockt. Was wir da zocken, das ist Empyrean Galactic Survival. Eigentlich... ein sehr cooles Spiel, das hat sich nur sehr verändert. Wir haben es immer im Early Access gespielt und jetzt ist es im fertig und ne, so
und hat sich halt verändert, wenn man es schon Jahre spielt. Und jetzt gucken wir das erste Mal wieder ernsthaft rein, ohne rumzumeckern. Nee, alles scheiße, nicht mehr wie früher. Nee, ich mach aus. Jetzt gucken wir mal so richtig rein. Ne? Und das ist ziemlich geil. Du kannst durch das riesige Universum fliegen. Und Schiffe bauen, kleine Schiffe, große Schiffe, Bodengleiter. Die können jetzt endlich miteinander docken. Und du hast ganz viel zu raiden. Du kannst in Basen eindringen, Aliens abknallen, also richtig geile Fights. Kannst denen ihren Kern rausreißen, kannst deinen eigenen Kern reinmachen und kannst sagen, so, jetzt meine Basis, hier wohne ich und ich benutze nicht die Toilette. Das, was Olli immer macht. Recht geiles Waffensetting. Einzige, was sie nicht können, ist Charakter-Setting. Die Charaktere sind auch Charakter-Movement. Die männlichen Charakter gehen ja nur noch. Guck dir die weiblichen an, da kriegst du Krausen. Das sind die Kerne, so eine Art Hauptcomputer. Damit ist die Basis deins. Und die kannst du dann auch bei den Aliens finden, kaputtballern und machst du deinen rein, dann gehört das alles dir. Und dann schießen die Geschütze auch auf die Gegner. Richtig geil. Das Mittelalter, ja, das ist topmodern. Hier ist mit Warpen durch die Galaxien springen. Aktuell bauen wir nur ein bisschen auf, bis wir wieder Futter haben und unser ganzes Essen kaputt gegangen. Und dann springen wir wieder zur anderen Basis, fliegen hin. Und da hauen wir dann weiter den Aliens auf die Nudel. Ja, muss sein. Kannst ja mal zeigen, mit wem wir uns schon verscherzt haben. Ja, genau, hier Fraction System. Wir haben alle keinen Bock auf uns. Wir sind hier die Heuschrecken. Die Piraten, wo sind sie? Die sind gar nichts gegen uns. Wir kloppen alles nieder, was wir finden. Er ist halt wirklich topmodern. Aber nichtsdestotrotz, wenn Valheim rauskommt, wird sofort Valheim gezockt. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Da warten wir uns schon drauf. Ich meine, No Man's Sky ist auch sehr schön. Schau da hin und wieder mal rein. Aber Valheim, der Eisel, sind meine Favoriten. Also Eisel, das ist doch, wo du Dino spielst, ne? Aber ja, klar, jedem das, was ihm gefällt. Valheim, mega, mega. Und aktuell warte ich da echt auf den neuen Content. Hab gestern oder egal, irgendwann diese Woche bei einem richtig großen Streamer gehört, sagt er, das Spiel hier, wenn die einen Hotfix machen, 5 GB, da guckst du Valheim, das ganze Spiel nur 80 MB groß. Hat er ja recht. Da wurde Valheim wieder in den Mund genommen. Ich denke, da kommt auch bald was. Matti, Hallöchen. Schönen guten Abend. Na, Band. Wir gehen nachher wieder auf Kloppertour, aber aktuell ist unser Futter kaputt gegangen. Eigenverschulden. Jetzt warten wir da drauf und in der Zeit machen wir dann hier Erweiterungen. Erstmal weg, wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke dir auch und vielen, vielen lieben Dank. Mach's gut, Tom. Er ist ja im Auto, was kann ich nicht. On bin, wird sowieso gehostet. Mit allen NPCs verscherzt macht das Game ganz schön schwer. Keine Ahnung, wir kennen das in der neuen Version so gar nicht. Wir kennen die Zyrax, wir kennen die Polaris. Die Krill hat man uns auch was von erzählt, die Talons aber so großartig nicht. Die Aliens? Die Aliens, ja, ja. Also, ne, wir kommen halt aus der Early Access Phase und seitdem haben wir das Spiel nicht mehr wirklich ernst genommen und gesagt, alles anders, alles neu. Nee, kein Bock mehr. Jetzt geben wir doch mal eine richtige Chance. Doch, wir machen es wie immer, wir raiden drauf los. Werden wir sehen, wie wir da rangekommen. Wollten uns ja erst noch die Zyrax ein bisschen gut halten. Aber die haben angefangen. Ja, dann haben sie uns Drohnen geschickt. Also haben wir deren Planeten gesucht und dort weitergemacht.
Okay, jetzt brauche ich doch meinen Anzug wegen der Hüpfhilfe. Bestimmte Sachen kann man nur looten oder kaufen. Jo, dann passt das ja. Wir looten. Da wir kein CPU und kein Gewichtssystem haben, glaube ich nicht, dass wir mit irgendwas ein Problem bekommen. Aber wissen tue ich es nicht, das wird sich zeigen. Wir hatten mal eine Anzugsstation. Die ist ja in der Krankenstation. Okay. So, aktuell... Da. Aktuell fehlt uns noch nichts. Wir haben auch 2 TPs. Selbst wenn es hart auf hart kommt, kommen wir mit den 2 TPs aus. Und die, wie heißen sie, optronischen Brücken und so, den Quark kannst du ja auch herstellen. Also, die brauchen wir aber nichts nicht ohne CPU-Limit, ne? Weil da hatten wir beim letzten Stream das Thema. Wo waren sie? Ah ja. Optische Matrix und optische Brücken, die kann man auch herstellen. Seit Pre-Alpha, dafür habe ich in den letzten 2 Jahren kaum noch gespielt, ja. Ich spiele seit der 5 oder 6. Und dann Päuschen gemacht und dann, ja, unser Spiel ist fertig, Release, bla bla. Dann haben wir nochmal reingeguckt, alles anders, alles scheiße, wieder ausgemacht. Jetzt geben wir mal eine richtige Chance und zocken einfach drauf los. Ist schön, dass sie jetzt riesige dynamische Universen haben. Ja, aber auch wieder schade für selbstdefinierte Maps, riesige, wie ich sie damals gemacht habe und viele andere, siehe Voodoo und Co. Aber es ist super, weil so kommt jetzt auch der Durchschnittsspieler endlich mal an ein großes Universum und nicht nur an 15, 20 Planeten. Hier jetzt erstmal den Boden ein, dann komme ich sowieso im Block höher. Warum laufe ich denn außen rum, wenn ich hier ein P habe? Frachtboxen, da wohl. Da wohl. Oh, 1000 Blöcke, nice. Aufziehen. Okay, ich habe die maximale Blockmenge erreicht. Na, schießen wir halt gleich die 9 Beete da rein. Ist ja egal. Ich will jetzt erstmal einen geschlossenen Raum zimmern, damit nicht wieder irgendein Strahlungsquatsch uns den ganzen Garten schrottet. Aber es ist empfindlich geworden. Also hier guckt ein bisschen Erde durch. Du kannst den Block hier nicht setzen. Nee, nee. Das ist schade. Tja. Muni. Ach ja, ich habe ja die Muni eben abgelegt. Munitionskiste, Treibstoff, Transport, Solar, Signal, Okonau, Medizin. Uff. So wird's was. Aber ja, es fühlt sich immer noch gut an, aber hat immer noch das Problem, ne? V-Sync, Bild reißen, musst du deinen Grafikkartentreiber anweisen, dass das machen soll, sowas zum Beispiel. So grundlegende Sachen fehlt im Spiel halt trotzdem immer noch. Ja, bei einem bedingt recht schwachen System hast du Bild reißen wahrscheinlich nicht. Ja, genau, ja, richtig.
Hier habe ich dann einfach hier einen Block gesetzt, habe den hier durchgezogen, hier losgelassen, dann ausgeschachtelt und dann waren die Blöcke da. Ja, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Oder manchmal geht es doch für einen Block und dann meckert er doch wieder. Ja, ja. Ich meine, die neuen Teleporter sind cool. Ne? Ist kein Admin-Item mehr. Muss nicht mehr aufwendig mit Playfield und Co. Eingestellt werden. Schon viele coole Sachen. Aber so Sachen wie diese Kollisionsabfrage, die sind unnötig. Mindestens für ein Spiel wie MP. Klar, im PvP haben wir so Basen gebaut. Ne? Hast eine kleine Platte gehabt, bist an den Berg gegangen und hast die komplett in den Berg geschoben. Und nur eine kleine Kante guckte raus. Die Bauprinzipien ähneln? Meinst du damit? Womit? Ah, das jetzt ist er mal unempfindlich. Und gleich macht er wieder irgendwo die Welle. Gerade dann, wenn du es brauchst. Naja. Müssen wir alle Tal und Dörfer wegmachen, dann haben wir vielleicht endgültig Ruhe vor denen. Depot. Okay, sieht gut aus. Das funktioniert. Die geben aber auch nicht auf. Nö, die geben nicht auf. Die Waldschrate. Ups. Ein höher machen müssen. Ja, ja. Also auf dem Boden geht's nicht mehr. Ich bin jetzt überrascht, dass es hier unter der Decke ging. Wir haben nämlich, als wir hier angefangen haben, überall die Probleme gehabt. Nee, die kannst du nicht bauen. Nee, nee. Man kann wenig die ganzen Blöcke wieder aufheben. Dann erstmal ausreichend für die Gartenerweiterung. Ah, da hat er schon wieder nicht. Gärten sind immer noch am besten komplett luftdicht abgeschlossen. Unseren ersten Garten hier haben wir verloren, weil plötzlich der ganze Planet unter Strahlung stand. Wie radioaktiver Regen oder sowas. Und das hat man doch immer wieder mal. Akura hat es früher nicht. Kann ich mich zumindest nicht dran entsinnen. Kann ich jetzt aber auch nicht festlegen. Da, ab. Okay, Raum ist geschlossen, dann können wir hier aufreißen. Obwohl, wenn dann der radioaktive Regen kommt, während, ne, muss nicht sein. Ich guck mir erstmal meine Beete, die ich wahrscheinlich noch nicht angeworfen habe. Das wird sein. Da laufen die Fusionszellen, das ist hier alles nur kurzzeitig. Ah, 200, das ist doch mal was. Ah, danke.
Am roten ist Schnellcraft. Geben die mal auf oder wird das noch länger dauern? Die Karland? Nee, muss den Schaman fangen. Der wird wieder oben auf dem Dach sein. Der soll ihn in Ruhe lassen. Auf dem Berg. 9, 18. Ich habe auch keine Lust mehr rumzurennen. 36. Vorhin so. Erstmal den Berg ruf gespielt. Also. Der Berg ruft. Utz. Mhm. Nicht gleich wieder zumachen, damit uns hier nichts kaputt geht. Aktuell können wir uns nicht versorgen. Kaum noch Futter. Hat der Strom ausgegangen? War selber schuld, wenn man alles laufen lässt. Komm. Dann gibt's gleich wieder Kloppe. Mein Garten ist fast fertig. Dann spuckt er ein paar Minuten später schon die erste fette Ladung aus und dann geht es uns wieder besser. Ich meine, wir könnten wirklich hier die Talon-Dörfer noch auseinandernehmen. Die haben doch immer Futterstreifen dabei. Ja, aber was bringen denn hier die Futterstreifen? Ja, besser als nichts, ne? Da höre ich Pip, 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 als ob sich jemand durch den Berg wurschtelt. Das bin wahrscheinlich ich, den du hörst. Immer lecker Spinnenfleisch organisieren. Liegt hier rum. Lecker. Der ist irgendwo da. Bring mir den dicken Oberschenkel vom Talonboss mit. Ich bring dein Spinnenbeinchen mit, wenn du möchtest. Die Drohnen darfst du jetzt auch wieder in fremden Basen zünden. Ist jetzt auch nicht mehr so. Ja, die haben sich halt auch ausprobiert. Eigentlich brauche ich ja nur gucken, wo die Geschütze hinhalten, ne? Da wird da oben. Nach oben wahrscheinlich, zweifelsfrei. Eben meine ganze Muni abgelegt hat, so weit komme ich eh nicht. Upp. Egal, in jeder Waffe ist geladen. Wird schon reichen. Bei Waffen mit vollen Magazinen. Der springt gar nicht an. Hier oben höre ich den auch nicht. Ist er das? Eine blaue Lichtsäule siehst du ja. Nee, nee. Die sehe ich nicht. Hm. Meistens verpieselt er sich hier oben. Ich weiß gar nicht, wie der da hochkommt mit seinem, mit seiner Gehhilfe. Der beamt. Der beamt. Weiß zwar nicht, womit die beamen. Na, mit dem Ast des magischen Baumes. Kennst du doch. Ja. Ewa. Sonst so. Woher zieht? Da ist er, ich sehe. Oh, der hat Kumpels mitgebracht. Gönn dir. Oh, die sind aber schlau, die sehen mich vorher. Hekla, geh weg. Die will aber was kuscheln.
Hast du uns ja mitgebracht, ein paar Knospen. Spinner, Knospen in der Tasche? Heute gibt's Spinnenbeinchen par excellence. Na. Bitte gut durch. Die holen sogar ihre Leichen ab, wie das aussieht. Utza, atza, utza, atza, utza, atza. Meldet euch, keine Chance. Merktet euch, meine ich. Jede Kugel ein Kotelett. Ja, das war's. Nö, müssen wir mit jemand anders spielen. Ich hab nichts mehr für euch. Geht weg. Ach, Kotelett immerhin. Mit Gewürzen gibt das ein gutes Salärmchen. Ja, der Planet ist geklärt, hier sind nur noch ein paar Talons, aber alles andere ist nicht mehr existent. Oder praktisch nicht existent. Ah, noch ein Spinnenbeinchen. Ja, hält nicht so lang. Sehr schön. Wasser ist auch schon wieder da. Können wir noch mehr Fusionen machen und können uns auch Sauerstoff endlich mitnehmen zu dem sauerstofflosen Planeten, wo wir gerade am Raiden sind. Vielleicht sehen wir diesmal die Krill. Also wir wollen wahrscheinlich auch was länger spielen als nur reinschnuppern. Dann werden wir wohl endlich mal die allseits so gerühmten Krills mal begegnen, die so super stark sind. Ja, mal was. Ah, das sag ich dir, da wäre mal was. Ich meine, von ihr hört noch nie gesehen. Scheint Angst zu haben. Aber sowas von. Warum nur drei Beete in der ganzen Zeit? Sag mal. Ist da irgendwas ausgegangen? 50, ach, die sind im Kühlschrank gelandet. Was waren denn da? Die kommen direkt in den Schrottimaten. Ich glaube, der schrottet die nicht, ne? Er schrottet keine Holzbeete, okay? Ich bleib trotzdem bei den Stahlbeeten. Geh da kein Risiko mehr ein. Ist geil. Ups, Moment. Bitte beginnen hier. Bei unserem Glück kommt nämlich dann wieder ein radioaktiver Sturm oder so ein Quatsch und alles ist im Eimer. Den trenne ich hier definitiv ordentlich ab. Junge, ich kann doch nicht immer deinen Magen füllen. Ist doch schlimm mit dir. War der falsche, egal. Müssen wir auch unbedingt benennen, ist ja Katastrophe. Was denn jetzt? Wo? Ja, irgendwie Doubletten. Da kommt ein Schiff über uns. Das bin ich. Okay. Pack die kleinen Mini-Huber anders. 35 Koteletts haben wir am Start. Schöne Nackenscheiben. Wo ist denn jetzt hier was? Ich habe keinen Durchblick mehr. Okay. Damit ich den anderen Moped wieder so hinstellen kann, dass man es reparieren kann. Aha.
Ah, jetzt können wir rausreißen. Ne, da noch. In halben Wänden, das war schön, aber von Anfang an nix Gutitsch. Stimmt, wollte ich sagen. Ne? Ja, das ist dann hier der Todgang. Und hier kommt dann das erste Beet, richtig? Jo, okay. Jetzt anfangen. 1, 2, 3. Den lassen. 3. 3. Ja, tschüss. Den Stein mochte ich eh nicht. Der hat mich von Anfang an geärgert. Den mochte ich auch nicht. Das war der Bruder von dem anderen. Geht sogar. True? True, ja. Genau deswegen mache ich das auch immer. Hat sich so ein bisschen was geändert mit den luftdichten Blöcken. Was? Ein Beet zu wenig? Schiebung, Betrug. Nee, der hat ja den Kühlschrank gestopft, stimmt. Jetzt noch ein Beet bauen. P-Konstruktor. Egal welcher. Brauche mir einfach ein verflixtes Beet. Betrogen, wenn du dabei bist. Warte mal, haben die jetzt 4? Ah, okay. Okay, können wir die Wand öffnen. Und den Ausbau machen. Was? Oh. Wo? Okay. Ist das der Eingang? Ah, da geht's lang. Den Stein mochte ich auch nicht. Immer nur gestritten, nicht positiv gestritten. War ein richtiger Arsch. Ups, keiner gesehen. Jetzt aber. Okay. Aha. So richtig. Was? Ah, doch, hat er gesetzt. Dann brauche ich eine Kurve. Ja genau, jetzt bräuchte ich den da. Lup. Und diesen Dasen. Diesen Dasen?
Wie läuft es bei dir? Alles schon? Gut? Mhm. Okay. Also wieder weiter erweitern. Okay. Wo schon? Das ging jetzt aber schnell. Na gut, alles wurscht. Hauptsache funktioniert. So, mit Gewürze und dem Fleisch mache ich uns jetzt lecker gebratene Spinnenbeinchen. Mit Chili-Sauce, es ist sauer. Vom Grill? Nein, ist ja mit Chili-Sauce. Das mache ich im Eintopf, mache ich draus, hält länger. Bäh. Außerdem siehst du da nicht, dass das, ne, mal was war, was krabbelst. Möchtest du dein Spinnbeinchen lieber süß oder sauer? Hauptsache durch. Okay. Wenn du den Ofen richtig angeschlossen hast, sollte das gehen. Wenn ich wieder zwei Phasen vergessen hast, geht das. Ist doch dein Ding. So, okay. Elektrik und so. Ja. Okay, also. Spinnenbein süß-sauer hätte sie gerne. Nee, das wäre jetzt Schrotflinte süß-sauer. Mhm. Gereinigtes Wasser, da kann ich dir aber mit dienen. Das hatte ich ja nur vorhin alles umgeswitcht. Fleisch und Gewürz. Ja, mache ich erstmal ein paar Fleischkonserven, weil ich ja Fleisch geholt habe. Und dann gucke ich mal, vielleicht kriegst du einen Schinkenbraten oder sowas. Wäre auch mal was anderes. Pflanzleuchten. Ja, mach mir einfach mal 10 Stück oder so ein Zeug. Vielleicht direkt mitnehmen. Ja, wenn ich weniger rauche, dann merke ich schon, dass ich im Spiel drin bin. Wie viele Dinger fehlen dem eigentlich jetzt? Bitte? Wie viele Schubdosen fehlen dem Ding? Eins, zwei waren's. Zwei? Ja. Eine seitwärts und eine vorwärts. Eine also. Seitwärts hat er, alle beide. Links fehlte eine. Hinten. Links hinten. Oben. Ja, und links oben. Hinten. Und links oben. Nein. Ja gut, du hast recht. Uhr. Und alle anderen da. Kennst du dein Auto besser als ich? Mir fehlt unten noch eins, weiß ich jetzt nicht. Gekleckert.